Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Anno 1800. Beim letzten Mal haben wir die ersten Züge losgeschickt. Wir haben die ersten Ölquellen erschlossen. Jetzt sieht das Ganze auch ein bisschen lebendiger aus. Ich finde die Züge auf jeden Fall... Achso, ja, der geht dann immer zum Ölhafen, wenn man F1 drückt. Stimmt, ja. Ich finde die auf jeden Fall sehr schön. Hier geht es ja auch schon ins erste Kraftwerk, was das Ganze mit Strom versorgt. Ein Mod sorgt ja dafür, dass wir hier diese schönen Lampen haben. Die sehen wir auch, wenn wir hier auf die Nacht wechseln. Das ist einer von den Mods. Oder, nee, die Lampen sind es, gell? Oder beide? Weiß ich gar nicht. Normalerweise hat man da so hässliche Drähte hängen, aber ich finde das ein bisschen schöner so. Darum ist ein kleiner optischer Teil des Mod-Pakets. Ist das Ganze. Ich habe es ja im Part 0 erklärt, generell, welche Mods ich hier verwende. Wie geht das jetzt weg? Aber es sind alle von der Spice It Up Collection. Und bis jetzt sind es 13 Stück, also nicht zu viel. Mal gucken, ob da noch welche dazukommen. Für diesen Part, wir werden ein bisschen an der Kaffeeproduktion weitermachen. Ich habe mir vorgenommen, auch schon mal die Brillen zu erschließen. Der Strom reicht nicht bis hierhin. Okay, das ist... Ja, wir haben nicht so viele Ziegel. Ich möchte aber trotzdem ein bisschen das Ganze jetzt hier auch mit Ziegel schon mal machen. Vielleicht geht es jetzt bis nach hier hin. Ja. Nicht wirklich. Wir müssten ein zweites Kraftwerk an den Start nehmen. Dafür brauchen wir Stahl. Hm. Kommt hier das Itemschiff? Ne. Oh, hier haben wir nur Stahl. Perfekt. Wo auch immer das herkommt. Dann lasst uns doch das hier machen. 50 reicht auch aus, um locker die Schiene hier hinzuziehen. Wo war es denn? Ingenieure, hier. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Dann geht's hier hin. Und ich würde sagen, wir machen hier vielleicht noch eine zweite Strecke, dass die auch genug Platz haben zum Ausweichen gerade mal, wenn die da reingehen. Und wir müssen dafür aber die Ölquelle. Ah, die Ölquelle ist bei den Arbeitern. Hochschrauben, sonst reicht das Öl nicht. Zumindest aktuell. Ganz kurz werden wir nach Enbesa gehen. Wir haben ja beim letzten Mal den Hugo bekommen als Item. Das erste Mal. Das ist ganz wunderbar. Aber da wir noch nicht die Items haben, die Feldzahlen verändern. 950. Wir brauchen 1500. Ja, mal gucken. Könnte so auch reichen, aber schauen wir mal. Großer Stadtteil ist auf jeden Fall das, was wir freigeschalten haben. Wir brauchen Kaffee und wir brauchen Brillen. Komm, wir kümmern uns zuerst um die Brillen. Einfach, weil wir da ein paar mehr Einwohner bekommen. Schneller dadurch an Geld kommen. Und dadurch dann, ich sollte es auch hier verbinden, machen wir mal hier hin. Und dadurch auch uns schnell die Items kaufen können, die wir brauchen. Er wird teuer nämlich. So, wir brauchen hier Messing. Du machst 30, 30, eine Minute. Das heißt theoretisch 2. Du hast 1,30. Das heißt... Oh Gott. 1, 2, 3. Glaube ich. Ja, doch. Oder man macht 2 und tut das um 50% steigern. Das geht natürlich auch. Ich schieb's mal hier rein. Sieht schöner aus gerade. Kommt irgendwann weg. Aber naja. Und hier bräuchten wir nur eine. Die können wir da unten eigentlich machen. Zack, zack. Mach mal gleich noch eine, wollte ich sagen. Jetzt fehlt uns Stahl, gell? Ja. Dann machen wir doch nochmal die weg. Brauchen wir ja gerade nicht. Wir brauchen den Stahl aber für was anderes. Hier, das können wir mal kurz in die alte Welt schon schicken. Da kommt ja gleich ein zweites Schiff, was Items schon dabei hat. Müssen wir mal gucken. Wir haben auch genug Arbeiter, die könnten wir auch noch ein bisschen hochstufen schon mal. Achso, dafür brauchen wir auch Stahl. Aber wir haben schon ziemlich viel Stahl. 3 Stück. Ich weiß nicht, wo brauchen wir noch irgendwo für irgendwas anderes gerade. Die ist genau auf 0. Das heißt, ja... Achso, ne, warte mal, wir haben hier 6 Stück. Wir haben 6 Stahlproduktionen und mir geht der Stahl aus. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Wir können aber hier mal die Städte ein bisschen ausbauen in der Zwischenzeit. Und dann gucken wir ganz kurz in die neue Welt. Wir können schon mal vorplanen, wie viele Felder wir brauchen. Ich glaube, da gibt es eine Funktion. Ich habe es zwar noch nie genutzt, aber ich habe davon gehört.
Das ist immer eine gute Voraussetzung. Hier haben wir alles. Na gut. Schauen wir mal ganz kurz in die neue Welt. Jetzt muss ich aber gucken auf dem Layout. Ich habe beim letzten Mal euch schon genannt, wo ihr das Ganze finden könnt. Es werden am Ende 76 Felder sein. Das Schiff erwartet Anweisungen. Na gut, du hast jetzt hier... Wir gucken nochmal. Aber mir geht dann das Geld aus für die Leute zu kaufen. Darum ist eigentlich jetzt egal. Außer es wird das blaue... Ah ne, das ist das falsche Item. Die brauchen wir später mal. Na gut, geht's halt an den Hafen. Wir brauchen... Keine Felder, keine Arbeit. So, erstmal... So. Was? 94? Ne, da ist ein Fehler, oder? Was kann ich für dich tun? Wieso 94? Also wir brauchen... Ne, doch, so viel. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich verstehe die 94 jetzt noch nicht. Bau mal. Ja. Okay. Ich nehme es mal hin. So viel? Wird am Ende irgendwie sicher passen. Den Fehler hatte ich aber auch noch nicht. 28. 44. Ja, wir haben hier viel zu viel Platz eigentlich gelassen. Aber jetzt schaue ich mal. Im Notfall kann man nach oben sicher noch was machen. Das wäre das hier. Dann kann man hier mal anfangen... Das war was Schönes. So. Dann gehen wir... Wer ist denn hier reingegangen? Das waren die... Ah, die da unten. Stimmt, dann dürft ihr doch nicht das zubauen. Das habe ich beim letzten Mal aus Versehen gesagt. Das... Habe ich das als zweites gebaut? Nee, erst das. Okay. Das waren... So viel. Gehen wir mal hier hoch direkt. Versucht direkt die richtige Anzahl zu treffen. Mal gucken, wie es am Ende dann ist. Vielleicht ist auch die 64 eine falsche Anzeige. Ich weiß es nicht. Hatte ich noch nicht, aber wir kriegen das hin. Oh. Ja, mal gucken. Passt das so hin? Ja, das ist zu viel schon. Dann... Wie sieht es hiermit aus? Das ist zu wenig, leider. Das ist genau die Menge. Ist jetzt aber unschön. Sind wir, bin ich an der Stelle komplett ehrlich? Machen wir nochmal weg. Genauso wie das da oben. Dann sag du mir mal, wie viel du brauchst. Du brauchst sogar noch ein paar. Das ist 1 zu 4. Jetzt passt's, oder? 76, ja. Ne, du passt. Das war der hier unten. Ja, perfekt. 76. Here we go. Das wird das Kaffeefeld. Wenn alles gut geht. So, jetzt haben wir aber jetzt genau nicht den Platz, das da reinzumachen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber haben wir den Platz, so ein Ding hier reinzumachen? Wahrscheinlich auch nicht, gell? Irgendwie ernüchternd. Man könnte das Ganze hier oben natürlich auch lang machen. Gar kein Thema. Aber da ist die Quelle ein bisschen gerade im Weg. Beziehungsweise wir brauchen den Platz ja noch nicht. Aber ich muss sagen, das Ding geht richtig ab in der Kaffeeproduktion und es verbraucht halt wirklich kein bisschen Platz. Alte Anno-Spieler oder Spieler, die nicht mit dem DLC spielen, die wissen, wie aufwendig das ist. Das Ganze kann man jetzt hier theoretisch kopieren. Und noch nach da unten setzen, wenn alles gut geht. Perfekt. Und dann ist das Layout. Mehr ist es nicht. Hier unten haben wir natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten einfach, bin ich ehrlich. Da habe ich es ein bisschen besser gemacht. Wir können natürlich theoretisch auch das hier hin machen. Wir brauchen halt nur ein Dünges, also für die Düngesilos brauchen wir Mist. Da kümmere ich mich gleich mal drum.
Wir können mal kurz das hier machen. Bist du? Ja, du bist da. Sehr schön. Dann kannst du den Hugo abliefern und direkt wieder da runter gehen. Den Hugo können wir auch gleich reinmachen. Ein sehr starkes Item, was ich versuche immer mitzunehmen, wenn ich sehe. Du, perfekt. So, dann bauen wir hier. Wie groß sind denn die? Ich muss erstmal gucken. Düngewerk. Das war damals, wo das DLC rauskam, auf 5 Minuten. Jetzt sind es 30 Sekunden. Viel angenehmer. Ich glaube, 2 Stück reichen dafür sogar schon. Wir gucken mal. Dafür müssen wir nur das Ganze hier nach oben bringen. Die brauchen diese Alpaka-Dinger. Und wir können es direkt hier eigentlich machen. Beziehungsweise, wenn man das so hinmacht, haben wir hier 4. Wie groß ist euer Radius? Ja, gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nur nicht, ob die sich jetzt gegenseitig blockieren. Ich hoffe es nicht. Und dann machen wir einfach hier die Ponchos hoch. Irgendwie geht mein Plan immer nicht auf. Man könnte natürlich... Ja, man könnte auch... Noch geht das, sage ich mal. Theoretisch. Es ist natürlich nicht schön. Keine Frage. Aber es funktioniert. Darum, vielleicht werde ich mich mal in Zukunft darum kümmern. Jetzt gebe ich mich... Oh nein, die kosten auch diese schweren Dinger. Wann kommt das Item dafür? Das ist ja katastrophal. Ist eine Krankheit hier ausgebrochen? Ja. Ist ja schlimm. So, weg damit. Und dann, ja gut, hier oben produzieren sie jetzt erstmal. Mal gucken. Könnten wir auch, ja, wir könnten es sogar hier hinstellen. Das sieht natürlich erstmal schöner aus. Hier könnten wir noch ein Haus in die Mitte stellen. Ne, warte mal, das ist gar nicht gleich. Was da eine Feuerwehr hin? Nee, aber man könnte es so machen. Ich sag mal so, das meiste draus gemacht, oder? Was ist falsch daran? Hugo, ich kauf dir gleich dein Teil weg. Zum Glück habe ich das Geld dafür. Andere Gebiete kann er sich gar nicht kaufen, weil die kann er sich nicht leisten, der bankrotte Hugo. Du bist Erneuerung. Hier können wir mal ganz kurz... Hey, warum... Achso, ich hab da... Ah, ich war dumm. Ich habe das nicht gut geplant. Wir gehen hier zurück. Ach, lass mal gut sein. Was auch immer du mir beibringen möchtest. So. Dann kriegen wir das hier hin, das dahin. Zack. Felder. Einmal noch so ein Teil. Und dann kriegt man noch das hier hin. Sehr gut, dann müsste das wieder ausreichen. Ich traure den Tagen nach. Wir gucken nach. Klamotten reichen noch. Oh, Milch müssen wir mehr machen. Okay, und das passt dann. Da können wir ja einfach das rannehmen. Perfekt. Endlich können wir weitermachen. Gut, freu dich halt. Ich würde mich freuen, wenn es zu wäre. Aber wenn er sich freut, das offen ist, gar kein Thema. Hier gehen wir hoch. Zwischenziel erreicht. Hier gehen wir hoch. Hier gehen wir hoch. Hier gehen wir nicht hoch, weil hier habe ich nie Klamotten hingestellt, ich Dulli. Sie haben die müssen frieren. Die stellen die Pelze erreicht. Zwar her, müssen aber... Ach, warte mal. Ja doch, wir haben hier Kartoffeln. Nicht, dass mir der Fehler passiert, von dem ich das letzte Mal gesprochen habe. Ja, wo stellen wir das jetzt nur hin? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Muss nicht schön aussehen, muss wirken. So. Die Wirtschaft ist dazu da, die ja, dem gefällt es wieder nicht, dass wir Kartoffeln gemacht haben.
Dude, damit bin ich doch erstmal nicht ganz zufrieden. Was wollen die denn noch? Achso, ja, Bier haben wir leider nicht. Beziehungsweise, vielleicht könnten wir es jetzt freigeben, aber warum? Rum wäre noch so eine Sache. Das wäre wirklich eine Sache. Aber da bräuchten wir halt wieder, oder wäre am besten wieder die Hacienda-Bauweise. Also Moment, wir können jetzt hier mal Brillen machen eigentlich. Der natürliche Lebensraum auf deiner Insel wird immer knapper. Irgendwas fehlt mir, Beton, ach so. Ja, dann machen wir das, was ich nicht machen wollte. Let's go. Walz reicht. So. Können wir nochmal, wir können noch einmal, ah ne, wir sind hier im Maximum, okay. Ja, wenn wir jetzt hier mal das hier... Oh, können wir bauen. Sehr schön. Die Hafenstadt. Ein sehr mächtiges DLC. Mal schauen. Mal schauen. Damit können wir Depots bauen. Wie will ich die aufbauen? Ich habe mir natürlich gar keine Gedanken drum gemacht. 1, 2, 3, 4 vielleicht. Als schönes. Anlegestellen würde ich relativ weit draußen machen. Wir können mal vielleicht planen... Optisch, da wäre jetzt der eine Mod gut, wobei, das ja, da reichen zwei aktuell, der den Hafenbereich vergrößert. Da gibt es einen, der, da hast du dann halt bis hierhin Platz oder so. Ist natürlich stark, wenn es um Militär geht, aber ist auch stark, wenn es um sowas dann geht. Verladekreis, glaube ich, auch an, doch. Machen wir mal hier. Ich plane erstmal. So. Das könnten wir dann hier vielleicht hinmachen. Weil die Dinge, wo im Radius sind, kann man später mit Items auch ansteuern. Das heißt, das wäre ganz gut, wenn die Teile hier größtmöglichst drin wären. Und wenn die verbunden sind, glaube ich, kriegen die auch nochmal einen Bonus. Ich glaube, so war das. So, jetzt haben wir hier noch einen Reparaturkran. Das heißt ja doch, hier ist nur, weil das Ding hier noch da ist. Macht man halt mal so. Ja, und das Lager. Danke, Harris. Eigentlich brauche ich kein Tutorial. Geht das hier hin? Ah, es ging jetzt so quer dahin. Ja doch, das kann man mal machen. Mal gucken. Sieht doch vielleicht erstmal was aus. Wir brauchen Rohstoffe sowieso dafür. Wir könnten auch mal ganz frech. Wir haben ja noch unsere Siedlung in der alten Welt. Welche waren das? Ich nehme das oberste. Mal gucken. Da waren wir schon ewig nimmer. Die hatten ein paar Rohstoffe für uns nämlich. Ganz gemein. Dauernd ignoriert, aber jetzt für Rohstoffe, da kann man kommen. Oh, Zeitung, stimmt, gab es beim letzten... Gab's in dem letzten Part eine? Ja, können wir mal machen. Hugo freut sich. Wirklich? Keine Änderungen? Dann kann man aber auch richtig auf die Kacke hauen. Führe ihnen die ganze Wahrheit vor Augen. Ja, das gefällt ihm jetzt. Wer jetzt kommt gleich... Oh, du hast die Zeitung lektioniert. Weil das ist mir auch schon passiert. Zu schnell dargereicht. Okay, das gefällt denen jetzt nicht. Minus 10 Zufriedenheit. Ja, aber gut, die brauchen halt jetzt weniger Sachen. Aus deinen Überzeugungen. Gerne, Hugo. War das jetzt schon Zensur, oder? Nee, das war Politur. Nein, das ist ja fürchterlich. Ja, komm, Bente. Hab das jetzt. An Einfluss gewonnen. So, die Brillen kommen. Glühbirnen. Wo will ich Glühbirnen? Brauchen doch nur... Ja, wobei, da brauchen wir Glas wahrscheinlich auch wieder vorher. Und Kohle. Wobei, Kohle hatten wir jetzt hier ein gutes Vorkommen. 3 Stück. Beziehungsweise die 2 vielleicht einfach. Fünfzehn, das heißt 4 Stück. 1, 2, 3, 4 und das mal 2. In der Theorie möglich. In der Praxis dann wahrscheinlich eher anders. Und damit könnten wir 8 Stück von denen versorgen. Natürlich geht es wieder genau nicht hin.
Aber wenn man das hier wegmacht, dann schon. 1. Ja, wobei, am Anfang brauchen wir halt nicht viele. Aber man kann es mal so... Vielleicht gehen wir hier noch einfach eins... Eins raus. Kann man das so machen. Das so. Und die vier dann, keine Ahnung, hier irgendwo hin. Irgendwie so könnte man das planen. Dann braucht man natürlich auch noch Warenhäuser genug. 3 Stück sollten reichen. Und wir bräuchten Glas. Wie viel? 30, das heißt 4 Stück. Erstmal so. Du reichst gar nicht. Doch, ja, du erreichst zumindest ein paar. Man kann hier wieder anfangen, gell? Theoretisch. Wenn der Hafenbereich größer wäre. Wäre vielleicht wirklich eine Idee der Mod. Ich weiß gar nicht, ob dann die NPCs den Hafenbereich auch größer kriegen. Aber vor allem fürs Cup wäre es halt geil. Wenn es einen Mod nur fürs Cup gäbe, wäre der wahrscheinlich schon drin. Ist natürlich aber auch eine große Erleichterung. Es ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Wie sieht es eigentlich brillenmäßig aus? Haben wir da? Ja, brillenmäßig stellen wir genug her. Perfekt. Da müssen wir uns eine längere Zeit wahrscheinlich keine Sorgen drum machen. Warum kann ich das hier nicht hochstufen? Weil ein Marktplatz fehlt. Ich baue nochmal einen Marktplatz hier in die Mitte. Achso, ne, warte mal, hier ist einer. Ja. Dann wären vielleicht bessere Straßen der Plan. So, hat jetzt... Ne. Also mittlerweile, zumindest die Stufe 3 Häuser sollten eigentlich eine bessere Straßenanbindung haben. Das sieht ja nichts aus. So. Ups. Jetzt haben, glaube ich, die meisten... Okay, wir haben eh gar kein Ding mehr. Aber unser Item... Ja, unser Schiff mit Items, wollte ich sagen, ist angekommen. Richtig. Dann können wir auch einmal hier Stahlwerk. Ziegeleien. Weniger Arbeitskraft plus Stahlträger ab und zu. Nehme ich. Der würde es nicht machen. Fensterfabriken könnten wir auch beeinflussen. Also die Dinger hier. Würde natürlich am Produktionsverhältnis nichts ändern. Aber wir bräuchten weniger von denen. Und die kosten halt auch 100 Arbeitskraft. Und ein bisschen Unterhalt. Aktuell lasse ich es noch so. Aber wir werden das hier wahrscheinlich bald umbauen. Und dann werden wir das mit angehen. So, erstmal eine Steinkohlemine. Damit können wir, wenn wir genug Materialien haben. Oh Gott. Ja, wir gehen mal Stufe 2. Habe ich noch? Ja, das habe ich noch auf höchsten Ding. Sind meine Schiffe angekommen? Du wärst da. Komm, du gehst nochmal mit runter. Wir können ja, wir haben ja hier noch gerade Platz. Gibt es hier was Interessantes? Eigentlich nicht. Ziegeleien, schön zu haben, aber auch das. Das Ding in Legendär, also der Typ in Legendär ist echt gut. Ist leider nicht der Legendäre. Minen und Steinbrüche, ja. Lehmgruben, Bauxit. Wäre was für die neue Welt, wenn ja. Schreinereien und Fensterfabriken. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ist eigentlich... Nehmen wir mal mit. Für den Anfang sind die ganz gut, die Items. Klar, wir haben jetzt am Anfang vielleicht nicht arsch viel Geld. Deswegen... Glühfäden für die Glühbirnenfabriken. Das heißt, die holen sich einen Teil. Damit kann man fast ein Gebäude sparen. Wenn man... Ja. Aber dadurch geht halt das ganze Produktionsschema. Ich glaube, die ist gar nicht so selten. Wir lassen es mal. Im Cup. Gut, da müssen wir aufpassen. Schienen besetzt. Bräuchten wir mehr Schienen.
Schauen wir mal. Die Schiffe kommen jetzt da runter. Perfekt. Jetzt schauen wir mal, wie ist. Ja, volles Lager, gut. Das Lager ist voll. Wir können hier erstmal noch ein paar Leute aufsteigen lassen. Weil für die Kaffeeröstereien brauchen wir sehr viele von den höheren Stufen. Es gibt auch bei der Spice It Up Collection für alle, die nicht das Luftschiff DLC haben und wollen, gibt es einen Mod, der erlaubt auch diese, wie heißen sie hier in der alten Welt, die Pendler-Kais in der neuen Welt zu bauen. Mit dem DLC aber gibt es die Möglichkeit, über die Luftschiffe das zu machen und darum habe ich den Mod nicht reingemacht. Es wäre ein bisschen leichter. Hey, warte mal, reicht das nicht? Doch, theoretisch schon. Aber irgendwas läuft schief. Lager voll und außer Reichweite. Dann bauen wir bessere Straßen. Fehlende Waren. Weil ich das nicht gebaut habe. Ich bin ja der größte Idiot auf diesem Planeten. Das gibt's ja nicht. Ja gut. Ne, gibt's die Möglichkeit, das ein bisschen leichter zu haben. Falls ihr nicht das DLC haben wollt. Ich finde es eigentlich ganz schön, weil man damit die Bevölkerung auch noch ein bisschen pushen kann, aber muss natürlich jeder selber für sich entscheiden. Kann ich jetzt keine allgemeine Empfehlung geben. Wir haben noch einen weiten Weg. Gibt auf jeden Fall DLCs, die ich da besser finde. Aber nun ja. Ja, die Dinger kann man halt auch nicht einkaufen. Das ist das Problem. Naja. Was willst du tun? Ich warte eigentlich drauf, dass die Schiffe hier mal... Ah, guck mal, die sind angekommen. Nee. Ach so. Ups. Stimmt ja, ich habe die ja woanders hingeschickt. Das ist der perfekt. Dann kannst du hier hin. Und du auch. So, dann holst du dir mal 2-2. So, damit kannst du schon mal nach Crown Falls. Die kommen hoch, ah, perfekt. Die segeln direkt. Nee, die segeln gar nicht. Ich segel nicht mit dem Wind, aber kriegen so einen Bonus. Sah zumindest gerade aus, oder sind die immer so schnell? Achso, wir spielen ja gerade auf 2. Geschwindigkeit. Ja gut, ich habe nichts gesagt. 9000 macht die Insel nicht schlecht. Müssen wir mal überprüfen, welche gerade Minus macht und welche Plus. So, komm, wir nehmen dreimal Stahl mit und einmal das. Und beim dritten Schiff... Brauchen wir Glas eigentlich nicht? Komm, wir nehmen einmal Glas mit, zweimal das und... Ups, nee, das nicht. Dreimal das. Dann haben wir es zumindest. Und nach Crown Falls. Sehr gut. Dann, ihr macht mal schön weiter. Hier, die Insel macht ein Plus von 42. Ist zumindest etwas. Plus ist Plus, sage ich immer. Neue Welt, ihr macht wahrscheinlich Minus. Ihr macht auch Plus. Wer macht denn so stark Minus? Cap Trelawney? Crown Falls macht auch Plus. Aber nur 4000. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ja, Kaffee gehen wir gleich, beziehungsweise beim nächsten Mal an. So, haben wir genug. Ich würde gerne noch die Glühbirnen ein bisschen. Machen wir mal 2. Ja gut, jetzt brauchen wir Beton. Machen wir mal 3. Wie viel brauchen wir denn gerade? Kann man das grob abschätzen? Ach, guck mal, da reicht die eine schon. Ja, aber komm, noch ein 2, das geht. Das geht. Habe ich eigentlich hier auf Crown Falls, kommt mir gerade ein Krankenhaus? Wäre vielleicht gut, eins zu haben im Notfall. Ach, hier habe ich eine Schule hingestellt. Ja, kann man auch machen. Schule oder Krankenhaus. Bringt am Ende dasselbe. Hier kann man mal das zumachen. Auch hier kann man mal kurz das machen, damit zumindest das Kraftwerk... Oh nein, das wollte ich nicht. Damit zumindest das Kraftwerk den vollen Bereich abdeckt. So, hier oben fehlende Ware, welche? Na gut, ich fange an. Kommt ja schon. Und dann kommen die Glühbirnen. Und dann fehlt nur noch der Kaffee und dann können wir in die 5. Stufe schon. Das ist, das kann man machen. Das kann man machen.
Okay, hier ist der Schatten ein bisschen komisch. Was machen die eigentlich? Die spannen das so auf, oder? Ja. Ja, kann man so sagen. Und ihr? Sieht man hier was? Ne, hier sieht man gar nichts, oder? Ne, hier wird's reingebracht. Und dann geht da drin ein Licht auf. Oh doch, hier sind Lichter. Ich glaube, das sind so Testbereiche. Wahrscheinlich wird da jede Lampe auf ihre Funktionalität getestet. Ich kenne tatsächlich noch Glühbirnen. Heutzutage sind ja LEDs eigentlich. Glühbirnen sind gar nicht mehr erlaubt, oder? Da musste man auf jeden Fall aufpassen, wenn die kaputt gehen. Da ist mal irgendein Gas drin. Ist aber auch schon... Wie lange sind denn dann Glühbirnen jetzt schon out? Schon einige Jahre. Aber damals war das der heiße Scheiß. Na gut. Dann würde ich aber sagen, Glühbirnen kommen an. Glühbirnen sind auch schon voll. Das war's für diese Folge. Den ganzen Bevölkerung ist jetzt, zumindest den Ingenieuren, ist ein Licht aufgegangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.